Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teilquadrat zwischen Mond und Mars. Aber es ist ja auch ein Quadrat zwischen Venus und Mond oder Mond und Venus. Venus auf 11 Grad, Mond auf 8 Grad. Ich glaube 8 Grad 31 haben wir da. 8 Grad 33. Und das heißt, hier bildet der Mond dann in 2,5 Grad, weil die 2,5 Grad, die hatten wir hier schon zwischen Merkur und Pluto, wird ein Quadrat zwischen Venus und Mond ausgelöst. Und auch das, würde ich sagen, ist recht interessant, denn naja, auf der einen Seite zeigt uns ja das Mond-Mars-Quadrat starke Erregbarkeit, starke sozusagen Aggression auf, insbesondere das Mond im Widder ist jetzt nicht gerade die langweiligste Besetzung und zeigt uns auch hier große Spannungen auf dem Finanzsektor auf, große Auf- und Abbewegungen sind hier leicht erkennbar. Ich meine, Fratzbuck zum Beispiel legt jetzt eine wunderbare Entwicklung aufs Parkett, glaube ich, Fritzelacke hat man dafür früher gesagt, wo man diesen jungen Mann sozusagen auf allen Vieren auf frisch lackiertem Boden liegen sieht. Das ist sozusagen bei uns eben das Symbol, wenn jemand scheitert oder auf die, wie man auf Deutsch sagt, auf die Schnauze fällt, dann ist das bei uns ein Fritze-Lacke. Das war halt so wegen dieses Motivs auf der Lackdose. Naja, und so wie das Finanzsystem einen Fritze-Lacke aufs Parkett legt, wie gesagt, sehen wir auch hier bei Mond-Venus, wo es natürlich auch um Launenhaftigkeit geht, wo es auch um Wankelmütigkeit geht. Ja, hier geht es, man weiß nicht, welche Rolle man einnimmt. Und das dritte Haus steht für Wirtschaft, Handel und Industrie. Also Kleinigkeit, nichts sonderlich Wichtiges. Und die Venus steht aber auch gleichzeitig für das achte Haus. Das heißt, Wirtschaft, Handel und Industrie haben denselben, oder in dem Fall dieselbe Herrscherin Venus. Teilen sie sich, ja, also das heißt, man teilt es sich brüderlich, in dem Fall schwesterlich, das heißt, das Schiff sinkt, ich würde sagen, es ist schon so gut wie gesunken, und Spitze 12. Haus zeigt dann wahrscheinlich die Phase dann der Titanic unter Wasser an, also das ist hier sozusagen dann eine Unterwasser-Live-Cam, vermute ich mal, 3. Haus ist ja auch Berichterstattung, und hier Wirtschaft, Handel und Industrie sind sozusagen schon abgetaucht. Und hier sehen wir dann, wie sich das dann in weiterer Folge sozusagen in den großen Finanzsümpfen von Takatuka-Land, wie sich dort die Titanic dann weiterverhalten wird. Also ganz spannende Geschichte, dass wir hier eben Lüge, Betrug, alles nur Verschwörungstheorien, versteht sich, dass wir hier eben den Zusammenhang zur Wirtschaft herstellen können, aber auch, naja, man kann auch so sagen, 3. Haus Medien manipulieren, oh, welche neue Information, und sie lügen. Na, wieder Verschwörungstheorie. Es ist eine Verschwörungstheorie, jagt dieselbe. Es ist eine Art sich selbst jagende Verschwörungstheorie. Aber wie es auch immer ist, wir haben alle Faktoren auf der linken Horoskophemisphäre. Das bedeutet, es geht wieder mal um deine persönliche Entwicklung. Wir haben 1, 2, 3, 4 Planeten im ersten Haus, starke Entwicklungen in der eigenen Heimat. Hier ist die Hölle los. Wir haben Aszendent Wassermann auf Zwillinge geraden, noch auf Zwillinge 7,21. Ja, geht sich gerade noch aus. Das heißt, es geht hier auch sehr stark um Kommunikation, um Wissen, aber auch um Ungeduld, um Rasanz und natürlich auch um Freiheitsliebe, weil Aszendent Wassermann steht natürlich auch für Unabhängigkeit, Freiheit, man möchte sozusagen seine Ruhe haben. Naja, und wir sehen hier natürlich auch in dieser Woche für Beziehungen, siebtes Haus von Sonne. Sonne regiert, siebte Haus, nix Artikel, Kollege, nix mehr brauchen, was du mir sprechen, alles da, basta, nix was da. Also das heißt, wir haben hier Spitze 7. Haus im Löwen, Sonne, Konjunktion mit Saturn. Das heißt, auch hier haben wir auf dem Sektor Beziehungen große Probleme, weil Saturn bringt uns eben Kälte und auch, 12. Haus, falsche Vorstellungen, Wunschdenken, Lüge möchte ich jetzt bei Beziehungen nicht sagen,
Aber denken darf ich es ja, denken ist erlaubt. Ich habe es nicht gesagt, ja, ich habe es nicht gesagt. Und Vernebelungen, Unklarheiten auflösen, idealisieren, das ist es. Das ist es. Die Suche, 7. Haus, 12. Haus, die ideale Beziehung wird mit Brachialgewalt gesucht. Na, Scherz beiseite. Also wir sehen hier Spannungen auf den Beziehungen. Leider, ja, leider. Naja, ansonsten, Sonne, Saturn, was könnte das, weil es ja so auffällig im ersten Haus steht, was könnte das bedeuten, was nicht, haben wir darüber schon im ersten Teil, also im vorigen Teil gesprochen. Sonne, internationale Verträge, Handelspartner, Saturn, Auflösungsprozesse, Unklarheiten. Das heißt, hier haben wir große, große Unklarheiten im Zusammenhang eben mit internationalen Verträgen, können auch Lügen sein, die jetzt ans Tageslicht kommen. Bitte immer bedenken, wir haben ja nach wie vor die Halbsumme zu Mars, Mars-Sonne, Mars-Saturn und Pluto in der Halbsumme drinnen. Also wir haben nach wie vor dieses starke, negative, destruktive Potenzial und, naja, hier sollte doch die nächsten Tage einiges ans Tageslicht kommen und wir haben auch den Herrscher des Aszendenten, der Geburtsregent Uranus, Herrscher von 1 in 2, ist bereits außerhalb der Quadratsphäre, aber natürlich ist noch immer ein bitterer Nachgeschmack, ja? Und Herrscher von 1 in 2 im Stier, naja, könnte uns doch interessante Ereignisse auf dem Finanzsektor bringen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 kardinale Planeten, 1, 2, 3, 4, 5 Planeten in der Erde. Also es ist jetzt ein netter Widerspruch, das heißt 5 kardinale Planeten wollen etwas bewirken, wollen etwas erschaffen, wollen sozusagen Erneuerungen, wollen sozusagen starke Kreativität und 5 Erdplaneten wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Also sehr interessante Besetzung. Was soll man dazu noch sagen? Gute Nacht. Neptun ist ebenfalls im ersten Haus. Ich meine, das ist, Entschuldigung, auch schon wurscht. Ja. Also das verwundert uns auch nicht mehr. Wir hatten ja gestern diese merkwürdige Halbsumme und die müsste nach wie vor auch aufrecht sein. Und zwar zwischen Halbsumme, zwischen Mars und Venus. Dann im Fokuspunkt die Konjunktion Sonne-Saturn und als zweiter Außenpfeiler, in dem Fall ein schwimmender Pfeiler, Neptun, das heißt eine 1, 2, 3, 4, 5-fach halbsummenartige Besetzung, bedeutet, diese Faktoren sind alle miteinander verbunden. Nein, zwischen Mond, also Mond, Jupiter und Neptun ist keine Halbsumme, weil der Ast ist zu lang, der ist zu kurz, also das wird nichts. Aber trotzdem, wir haben ja schon festgestellt, Mond, Jupiter haben einen Halbsextil-Aspekt. Das ist schon mal angenehm genug für die Stadt Zipaten und deren Schergen. Ja, also wir sagen, dass diese letzte Halbsumme Mars, Venus, Neptun, naja, da haben wir schon starke Auflösungstendenzen, da haben wir schon starke Auflösungen, Vernebelungen. Und hier wird diese Vertragsgeschichte, die ohnehin schon sehr neptunisch ist, noch einmal, wie sagt man, weiter verschleiert und vernebelt. Naja, ich meine, jetzt versuchen sie, wenn du in den Medien jetzt beobachtest, ja, jetzt wird beschwichtigt, jetzt wird so getan, als, ja, wir haben es ja immer schon gesagt, also eigentlich ist es ja alles eine Unterstellung, denn wir waren immer auf der Seite der Wahrheit und da haben wir bitte uns das nicht zu unterstellen, wir haben da nie gelogen oder irgendwelche manipulativen Aussagen getätigt für Entlohnungen, für großzügige Prämien, das haben wir nie gemacht und jetzt sehen wir, dass es jetzt zum ersten Mal, nach zwei Jahren dürfen jetzt auch nicht kritische Stimmen, nein, ich rede nicht von kritischen Stimmen, einfach Experten reden, die sozusagen von ihrem Fach auch eine Ahnung haben, also die nicht vorher bezahlt wurden und danach wie bei einer Werbeeinschaltung überall ihre Falschinformationen hinaus posaunt haben, sondern die jetzt wirklich objektiv berichten. Ja, sowas
Ja, vor 2 Jahren gab es das ja noch eine. Naja, gab es, okay, ist ja Blödsinn. Aber wurscht, ja, zumindest gab es vor 2 Jahren noch das theoretische Konzept der objektiven Berichterstattung, aber wie auch immer. Und jetzt will man sich das Mäntelchen der Objektivität umhängen. Wie hätte der Telisar Kocek, der Telisar Wallers, der Einsatz in Amstetten, glaube ich, wie hätte er gesagt? Entzückend, Baby. Also großartig und hätte seinen Lolli wahrscheinlich noch 3 oder 4 Mal in Schnabel gewendet. Aber wie auch immer, wir haben hier starke, starke, starke Tendenzen, eine unheimlich starke Zeit. Ja. Mond im Widder, alleine das reicht schon, die Bevölkerung sozusagen richtig auf Touren zu bringen. Also das heißt, wir kommen dann schon zum Verbiegen des Drehzahlmessers, aber da kommt dann noch einiges hinten nach. Also tolle, tolle, tolle Entwicklungen, die wir derzeit erleben. Ja, die Frage gestern dürfte nicht so gut angekommen sein, aber immerhin 1189 hat es interessiert. Danke herzlichst. Lebensfreude entsteht durch maximalen Energiefluss durch unser feinstoffliches Körpersystem. Ja, also das satanische System hat viel zu lange durch Lebensenergieflussreduktion unanständig und manipulativ Macht ausgeübt. Wie steigerst du deinen täglichen Lebensenergiestrom? 29%. Ausgedehnte Spaziergänge kurbeln die Lebensgeister richtig an. Hervorragend. Es funktioniert tatsächlich. Immer wenn es mir nicht ganz so gut geht, dann setze ich mich mit einem Bier vor dem Kopf. Ja, falsche Antwort. Dann schnalle ich die Wanderschuhe an und so weiter und so weiter. 4%. Atemmeditation hält meine Gedanken an und Freude fließt. Großartige Methode. Bitte niemals länger als 5 Minuten anhalten. So einige Apnoe-Taucher sind für immer unten geblieben. Aber es funktioniert. Atemmeditation hält tatsächlich, also den Atem verlangsamen. Probier es mal aus. Probier es mal aus. So durch die Nase 15 Sekunden einatmen, 15 Sekunden ausatmen, so dieser langsam zirkulierende Atem. Wenn du dann sozusagen mit hochrotem Kopf und Atemnot sozusagen kurz vorm Platzen bist, ist dir eines aufgefallen, die Gedanken sind gestanden. Aber es ist ein netter Nebeneffekt. Es ist interessant, ja. Bei all diesen Meditationen mit Atem ist mir aufgefallen, sobald ich an etwas denke, ist es mit der Atemruhe vorbei. Ja, da geht es wieder. Da ist der Atem wieder schnell. Aber sozusagen, wenn ich die Gedanken anhalte, jetzt weiß ich nicht, was war zuerst da? Das Anhalten der Gedanken und dann das langsame Atmen oder erst das langsame? Wurscht, es gibt eine gegenseitige Rückkopplung. 14%. Ich visualisiere immer wieder Liebe und Freude. Ja, großartig, kann ich nur sehr unterstützen. Sehr, sehr probate Methode. 33%. Ich konzentriere mich auf mein Tun, ist gleich Erwachen im Hier und Jetzt. Eindeutiger Gewinner, 33%, 29% ausgedehnte Spaziergänge und 21%, immerhin an dritter Stelle, eine Bronzemedaille, tägliche Tageshoroskop ansehen. Na, das war Scherz, ich meine. Ich hoffe, du hast das auch so verstanden. Was schreibt uns die Claudia? Die Claudia schreibt, Lebensfreude ist doch der Urzustand jedes Lebewesens. Naja, meinst du? Ich weiß nicht. Vielleicht, ja, vielleicht. Wenn mich auch im Tierreich so umschaue, so leicht haben sie es nicht. Ja. So leicht, denn die Lebensfreude sehe ich sehr stark bei den Jungen, bei den Kleinen, da ist noch viel Lebensfreude da, aber bei den Reiferen und den Erwachsenen, ja, denen geht es wie uns wahrscheinlich, gell? Und weil wir verschieden sind, haben wir auch individuelle Auslöser. Naja, schauen wir mal, ob wir den Urzustand wiederfinden. Was sagt die Uhr? 13 Minuten 28. Alle Punkte treffen zu. Gut, ja, das humorvolle Tageshoroskop. Naja, ob ich so humorvoll bin, ich weiß es nicht. Die Heller schreibt, blieb mir nur die letzte Variante. Ja, danke sehr. Edeltraut schreibt, mit einer Morgenkerze genieße ich mein Frühstück und verbinde mich mit unserer Astrofamilie. Sehr gut, sehr lobenswert, genau. Ja, danke sehr, danke schön. Ja, Inken schreibt, ich habe mir, ja natürlich Antwort 5, ja, danke schön. Ich habe mir über viele Jahre alle alten feststeckenden Emotionen aufgelöst. Diese sind es, die Lebensfreude blockieren. Ja, da steckt schon einiges dahinter. Die Prägungen haben wirklich sehr tiefe Spuren hinterlassen, weil man dann natürlich auch die Spontaneität verliert, weil man natürlich eben zuerst der Prägung den Lauf lässt und danach erst drauf gekommen ist, hoppla, es hätte auch einen anderen Weg gegeben. Und sie schreibt auch noch von der Unerschütterlichkeit, das ist natürlich eine großartige Energie. Ja, die Elfriede schreibt, ich bin als lachendes Wesen auf die Welt gekommen. Naja,
Ich bin sehr dankbar dafür, ein fröhliches Wesen zu sein, dankbar für meine Eltern. Ja, das ist sehr schön. Dankbarkeit ist eine großartige Energie. Kann ich nur jeden, ich versuche auch jeden Tag, so oft es geht, in die Dankbarkeit zu gehen, weil Demut, Bescheidenheit, Dankbarkeit, das sind große, große Tugenden, die sollte man nicht unterschätzen. Und in unserer Konsumüberflusswelt haben wir leider sehr stark auf diese, meines Erachtens, sehr wichtigen Tugenden vergessen. Die Dagmar schreibt, ich bin davon überzeugt, dass die Gegenwart das Leben ist. Ja, eindeutig, klar, findet ja nur jetzt statt. Mit unseren Gedanken sind wir halt leider oft auch in Vergangenheit oder Zukunft. Ich beobachte für mich selbst, dass ich mich sehr durch viele Eindrücke im Außen verleiten lasse. Ja, also natürlich. Und darauf baut ja dieses System auf, uns immer wieder aus unserer inneren Mitte herauszureißen. Klar, ich meine, wer hat schon was davon, wenn wir in Stille meditierend glücklich sind, das ist nicht ganz so. Hier ist ein Zitat von Karl Burkhardt. Hier schreibt Desiree: Es gehört zum Schwierigsten, was einem denkenden Menschen auferlegt werden kann, wissend unter Unwissenden den Ablauf eines historischen Prozesses miterleben zu müssen, dessen unausweichlichen Ausgang er längst mit Deutlichkeit kennt. Tja, ich sage jetzt nichts, ja, wir wissen Bescheid. Die Zeit des Irrtums der anderen, der falschen Hoffnungen, der blind begangenen Fehler wird dann sehr lang. Ja, das kann durchaus so sein. Wir haben ja gesehen, die Saturn-Pluto-Konjunktion, glaube ich, wann war das? 2021, die 12. Jänner, glaube ich, war das, die wird uns für 32 Jahre begleiten. Aber immerhin ein Jahr haben wir schon hinter uns, also es sind nur noch 31 Jahre und das ist positiv. Gut. Also sehr nette Kommentare, sehr freundlich, Dankeschön, danke sehr. Der Wolfgang schreibt noch eine Frage bezüglich Ekstase, das habe ich vorhin mir durchgelesen, ich lese mir die Kommentare vorher durch und bin dann immer wieder überrascht, dass ich so viel vergessen habe. Ja, großartig. Naja, Ekstase, Euphorie, Freude-Level, das ist schwer, ja. Das ist sehr, sehr schwer, weil es doch eine sehr vitale Energie ist. Ich glaube, dass es hier eher darum geht, auch eine Art Gelassenheit, ja, eine Art Gelassenheit an den Tag zu legen. Gut, das ist, glaube ich, das Aufbruchssignal gewesen und es ist jetzt nicht gelungen, was ich vorhatte. Ich wollte ein anderes Hintergrundbild bringen, aber dann in dem Fall würde ich sagen, beende ich den dritten Teil und ich habe tatsächlich doch schon für den vierten Teil ein wunderbares Thema gefunden und ja, ich habe sogar einiges vorgeschrieben und werde mich dann natürlich an meine eigenen Instruktionen pünktlichst halten und genauestens. In dem Sinne, alles Liebe, bis zum vierten Teil. Ende.